Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meier. Heute wandern wir im Tessin. Und wir machen uns auf den Olivenweg. Etwa 20 Minuten braucht die Standseilbahn von Lugano Casarate bis zum Gipfel von Monte Brio. Einfach herrlich, eine Wanderung einmal so anzufangen. Close the window and your eye. Disappear into the blue. Wrap your fingers around the great escape. 10 Minuten haben wir schon das Highlight erreicht. Jetzt können wir eigentlich wieder heim, oder? Aber mit dem Bändchen. Das ist ja ein gigantischer Ausblick. Ja, die geht nur um einen Ausblick. Ja? Vielleicht einen Kaffee noch und dann wieder heim. Genau. Unser nächstes Ziel ist das Künstlerdorf Bre. Dort treffen wir den Grafiker und Plastiker Marco Pratti. Eines von seinen Werken kann man direkt am Dorfeingang bestaunen. Wir dürfen auch in sein Atelier. Klare Formen und eine gewisse Schlichtheit ist ihm bei seinen Kunstwerken wichtig. Der Marco Pratti ist ein fröhlicher Mensch. Und Bre ist für ihn der Ort, wo er zu der besten Inspiration findet. Wir werfen noch mal einen letzten Blick zurück, bevor es durchabgeht, immer in Richtung See nach Gandria. Zwar treffen wir auf eine kahle Baumlandschaft, aber auch die hat ihren Reiz, weil sie die Sicht auf den See freilässt und der spiegelt sich immer wieder in der Nachmittagssonne. Die Strecke ist steil und zieht sich am Schluss ein bisschen in die Länge. Aber wir freuen uns schon auf unseren nächsten Termin. Wir wollen nämlich das grüne Gold probieren, das hier unten in Gandria produziert wird, das Olivenöl. Der Olivenanbau im Tessin hat seinen Ursprung im Mittelalter und eine lange Geschichte. Gandria wird als eines der schönsten Uferdörfer vom Tessin bezeichnet, wo viele Künstler und Architekten angezogen hat. Das kann ich nachvollziehen. Der Ort, die engen Gässli, die einladenden Grotte und die Ruhe, die vom See ausgeht, lassen dem Zeit vergessen. Dass hier im Soto Generi eine alte Tradition, das Kultivieren von Olivenbäumen, wieder auflebt, finde ich schön. Das Mikroklima trägt viel dazu bei, dass hier eben auch Olivenbäume wachsen und sich offensichtlich wohlfühlen. Wir werden dann auch eingeladen, das Olivenöl zu probieren. Sehr ein satter Geschmack. Mhm. Es ist aber bitter und scharf, wie es soll sein. Auch, ja. Der Mario Piazzini, Vizepräsident vom Verein Freunde des Olivenbaums, erklärt uns alle Vorzüge vom heimischen Olivenöl. Mit einem runden und vollen Geschmack im Mund laufen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt Lugano. Begleitet werden wir immer von einer leicht frischen Brise, die vom See kommt, und einer Nachmittagssonne, die einfach nicht untergehen will und sich uns schon fast in einem golden, kitschigen Licht zeigt.